Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Vario Blast featuring Bumbleman. Wir sind True Creative, ich spiele für euch. Ich habe dieses Spiel, ist das so geil, ich wollte so gucken. Jo, ich probiere mal die ROM aus, ob sie funktioniert. Ich schaue da mal kurz rein. Ich habe das ganze Spiel einmal durchgezogen. Bomberman macht einfach irrsinnigen Spaß. Und Wario Blast, also die Gameboy-Variante davon, ich glaube die einzige Gameboy-Variante davon, ist sowieso das geilste Spiel überhaupt. Unsere einzige Aufgabe ist es für all diejenigen, die dieses Spiel noch nie gespielt haben und die mich bitte sofort deabonnieren, weil ich sie niemals in meinem Leben wiedersehen will, ist Bomberman zu töten, beziehungsweise zu besiegen. Ich kenne die Hintergrundgeschichte gerade nicht mehr auswendig, aber wir wollen Bomberman besiegen. Wahrscheinlich bei Wario, weil es um Geld geht. In der ersten Runde jeweils haben wir einen Gegner. Ah, ich habe mich gerade das gegrillt. In der zweiten Runde haben wir zwei Gegner und dann, glaube ich, nochmal zwei Gegner. Und es sind immer zwei von drei. Je weiter wir kommen, also je mehr Endbosse besiegen, desto mehr Fähigkeiten bekommen wir auch. Und desto weniger dämlich werde ich mich anstellen. Man kennt das, sobald man in Aufnahme ist, spielt man automatisch sowieso wie der letzte Voll-Noob, also so wie Tidal Tempest. Aber wir werden das schon irgendwie geschaukelt bekommen, dass ich ständig selbst in die Luft springe. Es ist halt ziemlich kompliziert, dass man versucht, seinen Gegner irgendwo einzusperren, in die Luft zu sprengen, später mit Fähigkeiten platt zu machen, ohne dass man sich selbst umbringt. Was ihr gerade gesehen habt, ist kein Bug. Es ist dasselbe, was einem selbst passieren kann, irgendwo, wenn man im Spiel drin ist. Der Gegner hat nicht damit gerechnet, dass der Strahl mit der Bombe schon nach wenigen Sekunden des Spiels, des Levels, so weit gehen könnte. Also ist er eben mit der Bombe in die Luft geflogen. Passiert nicht oft, aber ist jedes Mal wieder der Knüller. Versteht ihr? Knüller? Wie Bombe. Knüller ist eine Explosion. Ihr habt keine Ahnung, lest Deutsch. Lest Deutsch, Mann, damit ihr da mal mit lachen könnt. Wenn man den Bomberman spielt, ist es völlig egal, ob ihr Bomberman spielt oder nicht, ihr habt genau dieselben Fähigkeiten. Es ändert sich rein gar nichts. Wirklich lustig ist es, wenn der Gegner glaubt, den Abstand der Bombe zu kennen und ihr dann in der Sekunde einen Feuerball einsammelt. Sprich, dass die Fähigkeit stärker wird. Der Feuerball macht euren Angriff stärker. Mit der Bombe könnt ihr eine Bombe mehr legen, ich glaube maximal 4. Und was gab es noch? Es gab, glaube ich, nur Feuerball und Bombe. Und wie ihr seht, ich kann gerade nur eine legen. Und das ist nicht so hilfreich. Da, genau das Ding bräuchte ich. Und tschüss. Ich habe keine Ahnung, warum es gemacht hat, aber wir haben das erste Level geschafft. So. 2 zu 1. Round 1, 2. Versus 2 enemies. Es gab niemals eine größere Verspielung davon. Obwohl das Spiel, ich weiß auch gar nicht, ob es erfolgreich war oder nicht. Ich habe es gespielt bis zum Abwinken. Wobei, als Kind hatte ich das nicht annähernd so gut drauf. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um das Spiel zu schaffen. Es gibt kein Speichersystem. Das heißt, wenn ihr... Oh nein. So, jetzt habe ich ihn eingesperrt. Wenn ihr irgendwann mal aufhören wollt, dann müsst ihr ja gerade das Passwort aufschreiben. So ein bisschen wie bei Mega Man. Aber ich habe es immer wieder von vorne angefangen. Immer wieder. Achso, wir haben ja noch einen Gegner. Bomberman ist auch das mir einzig bekannte Spiel, bei dem es in der Anleitung einen Cheat gab. Es gibt ja dieses Passwortsystem, wo ihr 4 Zahlen eingeben müsst. In der Anleitung wurde das natürlich erklärt und da standen 4 Zahlen. Wenn ihr die eingibt, ich weiß gerade, die weiß ich nun wirklich nicht mehr auswendig, dann seid ihr mit speziellen Fähigkeiten gestartet oder irgendwie so ein Käse. Oder direkt im letzten Level? Nee, irgendwelche Fähigkeiten. Das war halt ein Special. Hat Nintendo nie wieder gemacht. Das war so eine geile Idee. Und habt ihr eben gesehen, nachdem ich den Gegner in die Luft gesprengt habe, sind die Plaketten, die er eingesammelt haben, wow, auf der Landkarte verstreut worden. Ihr Totenkopf hat unterschiedliche Fähigkeiten. Er verflucht, also ich sag mal verflucht oder gibt euch eine Krankheit. Auf jeden Fall in der Regel könnt ihr dann keine Bomben mehr legen, so wie diese Freunde da gerade. Schade. So, den haben wir eingesperrt. Man kann auch Kettenreaktionen auslösen, indem man mehrere Bomben über Kreuz legt und dann einfach wegläuft! Weil die sich natürlich alle gegenseitig sprengen, aber muss natürlich ein bisschen vorsichtig mit sein. Später könnt ihr Bomben durch die Gegend kicken. Das ist, glaube ich, die erste Fähigkeit, die wir bekommen, also es ist nicht so schlimm. Ach, das war's schon. Gegen 3 Gegner. Dann ist sowieso alles ganz anders. Dann werde ich sowieso nur noch rumstehen und Bomben durch die Gegend kicken. Oh ja, zerstör das mal. Danke. Geh mal da rein. Nein, du sollst mal da rein. Toll. Arschgesichtige Bomberklops. Wow. Seht ihr, jetzt bin ich verflucht. Jetzt bin ich ihn angesteckt und alle sind wieder normal.
Naja, versucht das ruhig. Mir ist klar, was ihr vor... Oh mein Gott, ist der Typ bescheuert. Meins? Meins. Und... Toll, wir sind alle... Wir haben alle nur Minimalbombenstärke. Hau ab! Verpatzt gegen dich. Könntest du dich mal bitte in deine Atome auflösen? So, jetzt gibt's hier einen netten Eckenknall. Sehr schön. Ja, langweilig wird es in dem Moment, sobald wirklich alles weg ist, weil dann ist es relativ schwierig, die Gegner einzukreisen. Uah! Immer schön die Bomben der Gegner im Auge behalten. Ey! Aha, ein erwischt. Hey, ich schaff das gerade so, ohne zu rennen, über drei Ecken, glaube ich. Und er hat sich selbst in die Luft gesprengt. Vorsicht! In der Sekunde, in der der andere stirbt, könnte zwar explodieren die Bomben zwar nicht mehr, kriegt aber trotzdem noch irgendwie Schaden. Seid ihr habt ihr trotzdem verloren. Das, ihr müsst wirklich auch die quasi letzten Sekunden überstehen. Meins. Ah, eingesperrt. Gut, die zweite Wirkung der Bombe ist, dass die, egal wie viel Feuerbälle ihr eingesammelt habt. Oh Gott, nur noch einen minimalen Feuerstrahl habt oder so wie ich gerade in Zeitlupe durch die Gegend düst. Was wahnsinnig nervig sein kann, gerade wenn ihr einen großen Feuerstrahl habt. Nö, nö, schon okay. Geh in den Feuerstrahl, bring dich selbst um, Arschloch. Du schaffst es sowieso nicht, mich umzubringen. Ich bin viel zu clever für dich, du kleines Arschgesicht. What are you doing? You kill us both! You kill us both! You kill us... Oh. Nein, er killt keinen von uns. Oh, ich glaube, es war schon. Ja, wir kommen zum ersten Boss. Es war das Grinsen nicht geil. Round 1, where's this boss? Ich weiß nicht, ob die da Fusion machen oder ob das immer ein Roboter darstellen soll. Aber mir ist es ziemlich nervig. Die Dinger, die er einsammelt, helfen ihm nicht. Sie fehlen nur euch. Ich glaube, den ersten können wir einfach die ganze Zeit irgendwie treffen. Zack, zwei Treffer. Galt nicht. Ich weiß gar nicht, er hat den Rüssel, er kann auch schießen, aber das war's. Gut, der erste Boss macht also gar nichts. Obwohl ich schwören könnte, dass er zumindest Bomben schießt, also mit seinem Maul, Peak. Also, was können wir jetzt? Keks! Can't kick bombs around! We button will hold the kick bombs! Das heißt, wir können jetzt... Wario, pass auf! Warpolen existieren in dem nächsten Kampffeld. Ich hasse das Ding. So, ganz wichtig, wir können jetzt Bomben kicken. Ich zeige euch das gleich mal. Oh, aber erst nehme ich das Ding ein. Zack! Boom! Und wir können B drücken, um die Bombe dann im richtigen Moment wieder zu stoppen. Kann natürlich wahnsinnig hilfreich sein. Die Gegner können das auch. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, wenn ihr sie jetzt einsperren wollt, müsst ihr mindestens zwei Bomben nebeneinander legen. Und ich hasse die Warp-Level. Die sind so ätzend. Weil der Gegner, wie ihr es schon hört, nutzt es natürlich ausgiebig. Jetzt müsst ihr sie gleich wegkicken. Nö. Zerspreng ruhig die Landschaft, gib mir Items. Das passt mir eigentlich. Irgendwie Tipp habe ich nicht. Ihr könnt die Dinger nicht blockieren. Also braucht ihr einfach immer wieder Bomben legen, bis er genau in dem richtigen Moment ins Portal benutzt. Schade, ich bin aber nicht stark genug. Ja, nimm das Ding ruhig. Komm schon. Nein! Oh, ich hab mich selbst vergessen. Gott sei Dank, so bleib ich da eigentlich stehen, ich Idiot. Oh nein! Oh, ich hab mich selbst getötet. Kein Wort, Abonnenten. Keinen einzigen Daumen will ich sehen in irgendeine Richtung. Was willst du machen? Das ist die abonnieren? Genau das werde ich tun. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt Glück, er würde genau da rauskommen. Na komm, nimm das Portal. Leckeres Portal. Yum, 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 yum. Ich weiß, dass du das Portal nehmen willst. Es steckt dir im Blut. Du bist ein dummer, dämlicher Kack-NPC. Nimm das Portal. Ich will euch diesmal gar kein Portal.
Das wäre so geil, wenn ich jetzt damit getroffen hätte. Ah, immer was für mich. Vorsicht, wir wissen nicht, wie stark dein Stahl ist. Jupp. Nö, das lässt sich nicht von beeindrucken. Vorsicht. Tschuboom. Ja, wir müssen noch aufpassen, wenn er eine starke Bombe legt, dass wir uns dann nicht selbst mit einsperren, indem er eine eigene Bombe legt und seine Bombe dann unsere zündet. Glück gehabt, Nasenkönig. Hab dich schon noch. Wieso blinke ich? Achso. Ich will die Bombe nehmen. Boom, boom. Krieg dich. Krieg dich sowieso. Ah! Nee, ich habe ihn gesprochen. Das war meine Bombe. So, steht 1-1. Das eine Level mache ich noch. Dann machen wir unseren ersten. Obwohl, mache ich noch einen ersten Schnitt. Ich könnte das Ding auch einfach in Longplay durchzocken, aber das habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Ich will mich in Ruhe über die scheiß Portale aufregen, weil wenn ihr drei davon habt, also drei Gegner habt, dann dauert das. Gut, bis er da rauskommt, dauert es sowieso eine Weile. Boom, boom, boom. So, zwei Bomben können wir legen. Öffne dich, Weg. Würde mich mal interessieren, wie viele von euch das als Kinder gezockt haben, oder ob ich da wieder der Grufli mit diesem seltsamen Gammel spielen bin. Ich bin kein Grufli, ich bin knackige 27 Trillionen Jahre alt. Also entweder die Zahl oder die Trillionen stimmen nicht, aber das könnt ihr euch aussuchen. Boosh! So viel Bomben, er hat keine Ahnung, wo er hin musste. Hin hätte gehen können. Ja, ich mache hier mal meinen Essensschnitt. Ich will mal ein bisschen Essen kochen. Ciao!